Einen wunderschönen Start in die neue Woche, meine Damen und Herren. Wir wollen mal schauen, wie der DAX und der Euro-Dollar in die neue Woche starten, nachdem es ja am Freitag mit den Aktienmärkten doch überwiegend nach unten ging. Da war der DAX wieder unter der 9400er Marke. Der Euro bleibt in seiner Range um die 1,38. Was haben die Asiaten heute gemacht? Überwiegend negativ, der Nikkei knappes Prozent im Minus. Deutlicher ging es teilweise in China nach unten, während der Hang Seng nur 0,28% verliert, geht es doch in Shanghai fast 1,5% nach unten. In Australien ist die Sache wenig spannend. Da gab es ja einen Feiertag am Freitag und heute fällt den Händlern nichts ein. Unverändert hier der Index. Schauen wir uns mal an, was heute auf der Agenda steht. Ist nicht so wirklich viel. Die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe sind das, was heute auf der Agenda steht. Mehr auch nicht. Das heißt, dass auf der anderen Seite eben wieder die Ukraine-Krise in den Blickpunkt gerät, ob es hier neue Entwicklungen gibt, ob möglicherweise heute sogar Sanktionen verhängt werden. Das sind alles Faktoren, die Märkte sicherlich beeinflussen werden. Und wenn so etwas passiert, dann sehen Sie das natürlich sofort auf finanzmarktwelt.de, insbesondere bei den Live-Markt-Kommentaren. Aber man kann sich auch gerne mal für die Hintergründe interessieren. Wir interessieren uns jetzt weniger für die Hintergründe als für die Aktualität im DAX. Und schauen wir mal an, was der Index uns heute zu bieten hat. Wir sind aktuell bei 9.425, waren jetzt vorbörslich schon ein paar Punkte drüber auf Future-Basis. Also sind ein paar Pünktchen über dieser Unterstützung knapp unter der 9.400er Marke, die wir am Freitag ja mal gerissen hatten, als die Panik ja vorhanden war über eine Pressekonferenz von Putin, als die Dinge in der Ukraine immer stärker aus dem Ruder zu laufen schienen. Da ist jetzt die Frage, wie geht's weiter? Wir sind hier im DAX nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend. Können wir uns aus diesem Trend mal lösen? Das ist die Frage. Nächster wirklich größerer Widerstand, hier die Zone um 9.540,50. Und dann das Hoch, das wäre das Verlaufshoch, das wir gesehen hatten bei 9.645 Punkten. Und auf der Unterseite eben dieses Tief, das knapp unter der 9.370 angesiedelt ist. Das sollten wir nicht unterschreiten, sonst nächstes Ziel 9.330. Jetzt gucken wir uns mal den Euro an, was der heute im frühen Handel fabriziert. Und gerade eben in den letzten Minuten, da kommt ein Kerzchen hier nach oben, 1.3835. Wir scheitern ja derzeit gerne mal an der 1,3855 bis 65er Zone. Das ist hier dieser Widerstandsbereich. Auf der Unterseite gibt es eigentlich die nächste Unterstützung im Bereich 1,3780, dann die 1,3740. Das sind Marken, die jetzt schon seit Wochen eigentlich Gültigkeit haben. Wir haben heute einige Aussagen von EZB-Mitgliedern. Kerr wird sprechen, Constantia wird sprechen. Also da wird ein bisschen Zunder kommen, bestimmt von EZB-Mitgliedern, die wieder versuchen werden, so kann man vermuten, den Euro ein bisschen schwach zu reden und zu sagen, ja, wenn der Wechselkurs steigt, wenn der Euro stärker wird, dann müssen wir etwas tun, um hier gegen zu steuern, und das könnte ein Belastungsfaktor sein. Schauen wir mal, heute Abend im Marktgeflüster schon mehr. Ihnen erstmal einen schönen Tag. Bis dann, ciao.